Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. Und ja, wir haben jede Menge investigative Aufgaben zu erledigen. Und zwar 29 Meter in die Richtung. Da ist der Leichensammler sowieso. Als Dachio. Bist Guten du Tag, aus der Herr. Davos, der Leichensammler? Woher weißt du das? Ich glaube, das ist der vierte Sinn. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Flatterer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! Rede, was hast du bei ihm gefunden? Ja, wie du willst. Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? Geh mir aus den Augen. Sofort. Wir wollen ja versuchen, unsere Aggression zu unterdrücken. Was ist hier passiert? Gut, gut. Dann gehen wir mal zu dem Ort, an dem der Schnitzer starb und untersuchen den. Mit Hilfe unserer übersinnlichen Fähigkeiten. So, so. Knock, knock. Who's there? Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los! Fetzer! Striegel! Bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ach, das ist dann wohl was anderes. Sitz! Dumme Tölen! Platz! Komm rein! Langsam! Sonst beißen sie! Guten Tag. Wirklich niedlich, die Burschen. Spinnst du? Sogar mir machen sie Angst. Aber besser bellende Hunde als böse Männer auf der Schwelle. Dachtest du an jemand Bestimmtes? Natürlich, um das Schwein, das Fabian getötet hat. Als sie seine Leiche abgeholt hatten, bin ich sofort zu einem Freund gelaufen, der Kampfhunde züchtet. Hab diese beiden Kollegen gekauft. Musste ganz schön was springen lassen. Aber wenigstens schlafe ich ruhig. Und du bist? Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Gus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meier und Meier. Und jetzt heißt sie nur Meier? Nein, Mann. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Hatte dein Bruder Feinde? Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Wurde er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Die ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf.
Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. Hm. Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da, ein Zwerg scheren? Hm. Okay. Gut, wir haben genug geredet. Danke für deine Information. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Ach ja, die Hunde. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Hm. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte. Okay. Interessant, dann gehen wir mal drinnen gucken. Ich hoffe, das dürfen wir. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Danke fürs Aufschließen. Hm? Was? Noch mehr Blutflecken, aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er kann schweben. Was zur Hölle? Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Okay. Interessant. Also es deutet alles immer mehr und mehr darauf hin, dass das ewige Feuer dahinter steckt. Oder die Männer des ewigen Feuers. Hey Hexer, der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Alles klar, gehe ich gleich hin. Vorher gucke ich allerdings nochmal in der Gasse hier nach. Hier haben wir Formaldehyd. Eine Feuerschale zu dieser Jahreszeit. Hm. Den Geruch kenne ich. Formaldehyd. Hm. Nein, Schwester, ist er das? Silla. Woher soll ich das wissen? Der Fußabdruck eines Mannes, vielleicht des Mörders. Es lag Gewicht auf der Ferse. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht. Okay. Na komm schon. Da haben uns einen Haken eingefangen. So, Nummer 1 ist tot. Du wirst es nie lernen. Schlagt ihn! Tötet ihn! Alter, das ist so unfair, wenn sie von zwei Seiten kommen, dann kann ich nicht beide Schläge blocken. Zeit zu sterben. Na komm schon. Alter. Jetzt links, links. Jetzt alle gemeinsam. Tötet den Bastard. Sit down. Du verfluchter Bastard. Schön, dass wir das geklärt hätten.
Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben? Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Was hätte er sie erledigt, der Hundesohn? Ich weiß, ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen können. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Was? Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispelotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Um uns herum sterben gerade ganz, ganz viele Menschen. Was ist da los? Priscilla war nicht das Einzige. Ist dir das klar? Schön. Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe. So wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Alles klar, leb wohl. Ich find das pass super. Auf dich auf. Und ich muss einen Mörder fangen. Mir dröhnt der Schädel. So, dir dröhnt also der Schädel. Dann folgen wir mal den Abdrücken. Und bevor die Wachen kamen, hier entlang. Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Predigt eines besorgten Bürgers. Davon haben wir schon zwei Stück, ne? Ah, das ist das Manuskript, ja. Okay, der Typ ist echt creepy. Aber nun gut. Gehen wir mal Richtung Leichenbeschauer. Um mal mit dem zu sprechen. Der hat ja offensichtlich neue Informationen für uns. Und wir gönnen uns einfach nochmal eine Schwalbe für zwischendurch. Damit wir, falls wir tatsächlich mal in einen Hinterhalt geraten hier vorne, nicht ganz unvorbereitet sind. YouTube. Oh, wir müssen runter. Oder? Müssen wir runter? Ich weiß es nicht. Nein, natürlich nicht. Aber nun gut, was soll's. Dann klettern wir halt wieder hier hoch. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Klettern wir hier hoch. Runter. So, jetzt aber. Knock, knock. Runter. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deiner Nachforschung. Alles klar. Übrigens, du und von Graz mögt euch nicht besonders. Wie kommt das? Ich habe dafür gesorgt, dass er ins Gefängnis kam. Weißt du, Joachim hat die Studentenproteste von 1242 angeführt. Eine sinnlose, brutale Revolte. Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein. Die Kehle mit klinischer Präzision aufgeschlitzt. Joachim war mein Lieblingsstudent, aber ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen.
Joachim hingegen, die Ironie des Schicksals. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. Aha. Wie alt ist von Graz? 50? 60? 53, glaube ich. Warum fragst du? Du siehst reichlich jung aus, um sein Lehrer gewesen zu sein. Kein Wunder. Ich lebe seit Jahren im Kalten und Dunklen und atme Balsamierungsdämpfe ein. Die Arbeit mit Leichen verlängert das Leben. Amüsant, nicht? Okay. Wer ist das Opfer? Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt. Wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer. Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja, Todsünde in Novigrad. Gut, gut. Fangen wir mit der Autopsie an. Fangen wir an. Gerne. Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Aus Menschenhaut. Eine Nachricht des Mörders. Der Name seines nächsten Opfers. Patricia Wegelbuth. Kennst du sie? Ja, ich war sogar schon mal bei ihr. Mit... Ich muss sie finden. Sofort. Okay, dann sollten wir uns aber tatsächlich mal auf den Weg machen. Nicht, dass wir zu spät kommen. So, so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da bin ich aber echt gespannt, was das ergibt hier. What? Offensichtlich hat da irgendjemand ein Graffiti hinterlassen. Ist mir auch gerade nur so aus dem Augenwinkel aufgefallen. Ach, da unten drunter ist irgendwas Bösartiges. Gut, gut, gut. Gehen wir mal hoffentlich in Richtung eines Schnellreisepunktes, aber für gewöhnlich... sind ja hier an den Toren Schnellreisepunkte vorhanden. Ja. Nein. Ja, wunderbar. Das hätte ich gewollt. Okay, für uns geht es Richtung Anwesen der Wegelbuths. Und zwar im Schnellreiseverfahren. Und ich weiß nicht, ob wir die Quest jetzt noch weitermachen. Ich schau mal gerade auf die Uhrzeit. Ich habe nämlich nicht mehr so viel Zeit heute. Das heißt, ich glaube, ich mache mal eine etwas kürzere Folge. Dafür waren die anderen ja ein bisschen länger. Ne? Ihr wisst ja, das gleicht sich immer wieder ein bisschen aus. So, 60 Meter. Und davon laufen wir noch 30. Wunderbar, bis hierhin. Hier pausieren wir dann mal die aktuelle Folge und ich bedanke mich natürlich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch eine Bewertung und oder einen Kommentar da und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Ich sage einfach mal, bis dahin, macht's gut, haut rein.